Hallo und herzlich willkommen zum Train Simulator 2014. Ja, heute mit dabei ist mal wieder der Niklas. Ja, guten Tag. Und ja, wir sind jetzt auf der Map oder auf der Strecke Dreiländereck. Wir fahren von St. Anton bis nach Lindau. Also Fahrzeit ungefähr 90 Minuten. Wir fahren mit dem Intercity 118. Von Salzburg kommt er und fährt weiter bis nach Münster. So. Genau, dann wollen wir mal starten. 3, 2, 1. Oh, ja, das ist blöd hier. Der Einleitungstext konnte ich auch nicht lesen. Echt Konntest du nicht, auch oder nicht. nee? Du auch nicht, ne? Nee, Ja, nee. egal. So, dann rüsten wir sie mal auf und machen mal die Türen auf. Nicht vergessen. Oh ja, Türen auf, richtig. Türfreigabe. Übrigens, du hast gesagt, Train Simulator 2014, ist aber der 5. Oh, Gewohnheitsfehler. Die meisten werden jetzt schon abgeschaltet sein. Der kennt sich noch nie mal damit aus, gleich abschalten. Sinnlos. Sinnlos. Ups, was war das denn? Nach oben. Ja. So. Büb. Wir hier, wir fahren jetzt noch nicht mit der AFB, weil die AFB bringt hier nichts. Das stimmt natürlich. Das ist blöd, wenn er da immer zwischenbremst, hier Ja. die AFB und so. Ja. So, Nämlich legt noch von an. St. Anton nach Lindau. Genau. Und wir können dann ab Ludenz können wir dann. Können Ja. wir dann auf die AFB erst umschalten, weil sonst bringt das nichts vorher. Da geht's immer auf, ab und dann. So, zwischen St. Anton und also Langenhagen oder wie das heißt, Langen am Arlberg heißt das, glaube ich. Mache ich mal die Führerstandsbeleuchtung an, weil da ein schön langer Tunnel ist. Ja, ich mach auch nur ganz. Ich mach nur die Dings an hier. Die Beleuchtung hier. Nur die Fahrplanbeleuchtung so gesehen. Dann hat man ein bisschen hier dran. Licht. Weil ich Ja, mag das stimmt. ganz Große mag ich nicht. Das ist nicht meins. Ja, das ist irgendwie zu hell, ne? Ja. Das überblendet dann alles im Führerstand. So. Wir fahren so ein bisschen bei Winter. So ein bisschen. Ja, genau. Dann warten wir auf unsere. Wenn die Türen schließen. Vorsicht an So. der 2! Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Serviceblick. Hinzu. Schön, alle zu und Abfahrt. Schön mit 35%. Ja, mach ich jetzt auch mal. So, jetzt 100. Alter. Oh, schön. Ja, Taurus ist schon eine schöne Lok, Ja, ne? aber 100 darfst du nicht. Also eigentlich nicht. So 250, dann war's das. Ja, mach mal 90 ungefähr. Ja. Hier 70 meine ich. Ich habe 80, dann also sind so bei 250. No? Ja, so. Jetzt ist dunkel. Jetzt ist dunkel. Jetzt können wir eigentlich Fernlicht aufschalten. Habe ich schon an, ja. Habe ich bei mir noch nicht. Warte mal an. Das Fernlicht. Boah, die gelben Lichter hier im Tunnel. Ah, bringt gar nichts, das Fernlicht. Ich habe Fernlicht voll an, bringt nichts. Auf 100 hoch. Abschalten. Jetzt geht's ja eh noch ein Stückchen bergauf hier. Ja. Das ist der kleine Stück bergauf. Gleich geht's richtig bergab. Da musst du die elektrische Bremse 100% fast reinhauen, Alter. Damit du dein. Nee. Doch! Auch dann nie beim Taurus. Also. Glaub mir. Wenn du nachher 40 fahren sollst, dann musst du. Ich bin ja angefahren, das Ding. Alter, ich hab gedacht, ich geh verrückt. Ich fahr verrückt, Alter. Ich habe gesagt, jetzt speise ich gut ein ins Netz. Jetzt speise ich gut Naja, ein. wozu sind Drehstromloks da, ne? Ja, zum Zurück, ne? Führen der Strom ist. Ja. Dass sie das schon mal machen, finde ich schon schön. Und wenn es jetzt bald noch diese Hybrid-Loks geben soll, soll es ja bald kommen. Hybrid. Hybrid-Loks, ja, die haben Batterie, eine große Batterie an Bord. Die speisen dann da ein. Und ziehen dann da vorher den Strom weg, bevor sie es aus der Oberleitung wieder nehmen. Dann nutzen sie es für sich selber. So, jetzt bin ich beim Diesel so. Wendesignal. Diesel auch, ne? Hä? Diesel sollen das auch haben dann. Diesel-Loks. Boah. Dass sie ihre nicht Energie als heiße Luft, die Elektrobremsen nicht als heiße Luft einfach weggeben, sondern wirklich nutzen zum Anfahren dann wieder oder zum. Ich habe jetzt übrigens abgeschaltet, jetzt geht's hier bergab. Ja, habe ich auch.
Vektorbremse reinhauen. Ja, was bleibt sonst übrig? Ja. Muss da reinhauen. Ich gebe dir einen Tipp, so ungefähr bei die 51 Kilonewton oder so, oder 55 Kilonewton, so, dann passt das. Ich habe 30 Kilonewton. Das geht eigentlich ganz gut. Ja? Hm? Na dann. Ah, mir muss doch ein bisschen mehr noch. Sind noch nicht. Ich bin unter 50. Ich bin zwischen 50 und 100 schon bald. Damit ich überhaupt abbremsen kann. Hast du eine bessere Taurus erwischt? Genau. Also ich habe meine dynamische Bremse 21%. Nee, das kann ich ja nicht sehen. Dann doch, muss ich ja F4. Wenn, ja, oder halt auf das grüne Sieg, 38. Symbol. 38. Ich muss schon wieder auslösen hier. Du hast bestimmt Kombi, ne? Kombi? Hast du kombiniert? Nee. Ach, das ist kein Wunder. Nee, nee. Ich mach nur E-Bremse. Ja? Okay. Ja. Ich auch nur. Wundert mich eigentlich. Also ich habe 129 Ampere, speise ich im Moment ein. Boah, ich habe minus 55. Okay. Ist mein Zug irgendwie schwerer? Oder hast du eine ältere Version? Nee. Hast du schon die neue? Ja, die neueste. Okay, das ist komisch dann. Weil ich weiß, bei der neuesten ist die Realität ein bisschen besser. Ja, du hast bestimmt schwerere Passagiere. Ja, sind alle fett. So wie ich. So. 5 Kilometer Tunnel noch. Mir geht's gut, Leute. Mir geht's gut. Jetzt komm! Ach ja. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße an Bord des Intercity 118 von Salzburg nach Münster. Unser Zugteam ist gerade, also der Zugteam wurde gerade ausgewechselt, deswegen begrüße ich sie neu. Und wir fahren bis nach Lindau mit. Ab da übernimmt wieder das Zugteam der DB. Des DB Fernverkehrs. Unser Zug fährt über die Haltestellen Langen am Arlberg, Bludenz, Feldkirch, Dornbin, Bregenz, Lindau. Dann glaube ich weiter bis nach München, ne? Fährt ihr ja weiter nach München hoch? Ja. München und dann Münster rüber. Alter, da fährt ja München, Augsburg. Doch, München, Augsburg. Nee, der fährt nicht über München, der fährt über Stuttgart. Stimmt. Stuttgart und dann hoch. Weil sonst wäre es ein kleiner Umweg. Ja, stimmt. Sorry. Stuttgart und so weiter und so fort. Nein. Das nächste Halt ist dann lang am Arlberg. Ich finde schon da noch eine angenehme Fahrt zu. Und jetzt kommen welche. Jetzt kommen dann welche und reinschreiben. Wenn du es schon machst, dann lass es. Das ist meine Sache, ob ich die Ansage mache oder nicht. Ich habe hier keinen Fahrplan liegen. Wenn ich einen Fahrplan liegen hätte, dann würde ich es dir so sagen. Dann könnte ich das so runterradeln. Ufa-Plan oder so. Hätte ich alles gehabt, dann kann man es so runtererzählen. Kann man sich ausdrucken von der Strecke jetzt. Ja, aber da hast du nicht die für den Intercity. Das stimmt. Hier für die Ebola. Na gut, hier ist kurz schon kein Ebola drin, aber hier fehlt er so gesehen. Ne? Ja, würde die wenigstens leuchten hier, weil die leuchtet ja nicht mehr. Oh ja, doch, die... Nee. Nee. Hä, wo ist die Ebola hier überhaupt? Die ist da nicht. Du hast nur einen Funk für Deutschland, für ÖBB und die Diagnosesysteme. Mehr hast du nicht. Hä? Mehr hast du nicht. Fahren die dort nur mit Buchfahrplan in Österreich? Ja. Nee, die fahren mit Tablets. Ach so. Die fahren mit Tablets neuerdings. Na gut, das haben die jetzt bei uns aber auch eingeführt. Ja, kriegen wir auch noch bei der Hamburger S-Bahn und bei der Regiobahn. Finde ich schöner, hast nicht den ganzen Rucksack voll. Brauchst nur unterschneiden, fertig. Ne? Hast ein iPad oder ein kleines Notebook da oder so? Na, die von uns, die haben Samsung Tablets. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze haben wir Langen am Arlberg. Der Ausstieg dort ist in Fahrtrichtung links. Ja, richtig. So, da beginnen wir jetzt mal ein bisschen mehr E-Bremse rein zu schleudern hier. Ja, ich hab die schon voll drin. Da steht eine 1142. Ja. Autozug. Ich hab die voll drin gehabt. Ich nehme sie aber jetzt wieder weg. Dass ich jetzt kombiniert gleich bremse, weißt du? Ich hab's jetzt auch voll drin. Ich muss jetzt aber die Luft dazu nehmen, weil sonst wird das hier ein bisschen knapp. Das glaube ich.
Jetzt machen sie auch voll rein wieder. Machen sie ja auch die Lokführer. Hauen die voll rein und dann bremsen sie noch mit der Druckluft. No? 200 musst du halten. Hä? Bei der 200er Markierung. Ach so. Ich fahre da leicht rüber, aber ist nicht schlimm. Leicht rüber ist nicht schlimm. Jetzt habe ich VB. Du müsstest erst 25 da sein, ja. Ja. Noch Zeit, ne? Mann, der ist aber schwer, ne? Also, wenn ich jetzt so, wo ich abgebremst bin, merkst du aber, dass er schwer ist. Also, ich sag dir, wo ich stehe mit der Lok. Also, ich stehe, naja. Wagen 1 steht an der 200er. Bei mir sind es 2 Wagenlängen und die Lok. Über 200. Oha. Bei mir ist es eben nur ein, in der Wagen 1 steht an 200. Vorne. Ha. Also passt das eigentlich ganz gut. Also hier will ich mal wissen, wie der Schaffner hier einen Serviceblick machen will. Geht gar nicht. Ja, und deswegen hast du ja einen echt eigentlich Spiegel, ne? Geht's ja auch nicht ohne. Geht ja auch nicht ohne, mit Spiegel. Ja, wieso? Geht ja gar nicht. Kommt's gar nicht um die Ecke, ganz gar nicht. Nee, auf dem Bahnsteig dort die Spiegel. Nee, gibt's. Geht doch gar nicht. Da ja, muss ich. Da weißt du, wo die Spiegel stehen müssen? Ich ja, geh mal kurz, du musst ja im Autozug stehen. Also, bei uns sind jetzt nicht so starke Außenbahnhöfe, aber... Ne, bei uns sind's Kameras. Ja, toll. Ist schön, Kamera. Hinten drin, Satzsystem, brauchst nicht rausgucken, kannst sitzen bleiben. Sag mal so, ich stehe mit der Lok dort, also... Wenn du jetzt weiter nach vorne fliegst, ist rechts von dir so eine Straße und die geht in den Tunnel rein. Ach so, das. Und dann, bei den Lampen vor dem Tunnel, dort steht meine Lok. Die andere haut ab, die 11. Die 12 Dings da, ja. Oder 11, was? 11, 42, doppelt hier. Ah. Ne, 10, 42. Oh. Flatsch. Fataler Fehler. Ist das nicht die Flatsch? Ja, ja. Und hier hast du dann das Streckenbild, der Tunnel, wo die gerade reinfährt. Ja. Und jetzt übersetz mal bitte die Buchstaben hier oben in Zahlen. Welche Buchstaben hier oben in Zahlen? In der Tunneleinfahrt. Okay. Hinter uns. Warte mal kurz. MDCCCL? XXXIV. Ja, XXXIV. Das heißt ja 10. 10, 10, 20, 30. 35. Nee, 34. Es geht übrigens weiter. Ja. Hab ich auch schon mitgekriegt. 34. 34? Ja. Ja, seit 1934 steht der ja. Tunnel. Ja. Bei 30, also waren ja 3x, ne? Eine ja. 1 und ein 5. Und das heißt ja, weil die 1 vor der 5 steht, heißt es 4. Und was heißt das M? M weiß ich nicht. 1900? Keine Ahnung. M gibt's gar nicht, glaube ich, im Dings. Weiß ich gar nicht, M. Was M in Römisch ist. So, 70, ich lass mich rollen. Oh, ich fahr ein bisschen an, erstmal hier so ein bisschen. Bis 60. Das hab ich gemacht, bis 55 und dann habe ich mich rollen gelassen. Also. Jetzt ist aber schön tief, Alter. Ja, hier auf der Strecke musst du auch nicht Vorankündigungsschilder wie bei uns drücken, ne? Ja, das ist gut. Das schaffst du gar nicht, wo die stehen, Alter. Hast du mal gesehen, ja, wo die stehen? Ja, ja. Kriegst du nie hin. Kann dir jeder Lokführer erzählen, dass man das nicht schafft. So, jetzt muss ich aber die E-Bremse ganz schön reinhauen hier. Ja, ich sag ja, die muss so ganz schön, ne? 48% habe ich die jetzt. Ich hab die über 48 schon. Und ich roll noch, und ich roll plus, Alter. Ja, ja, jetzt muss ich runter, Alter. Ich kann gleich mal gucken. Jetzt roll ich plus minus so ein bisschen, ne? Ich hab sie bei 84%. Boah. Heftig, ne? Ja, ja, also ich glaube mal, du hast noch eine ältere. Die ganz neue. Da gab es noch mal ein Update für die Engine. Dass die ein bisschen besser, dass die ein bisschen schlechter bremst und so. Und die war doch ein bisschen zu gut. So. Ich mache mit 278 Ampere. Speise ich jetzt im Moment ein. Das jetzt sind schon wieder 60. Ja. Aber bis wir da sind, das dauert noch eine Zeit. Ja, wir fahren ja nur 17, ne? 1 Kilometer. Rechne mal. Ja, wie viel Meter in der Sekunde? Fahren wir jetzt? Ein. Vielleicht 5 oder sowas?
durch was musst du es rechnen, damit du es rauskriegst? Ich doch nicht. Oh, 60, so, sind eine Minute. Mal 60, ja. 60 mal 60, 60 mal 60, ja. Macht? 1200? Ja, so, 1200 Sekunden. So. Hast du dann, so gesehen deine Stundenkilometer. Also heißt dann einfach nur, du musst 70 durch 1200 nehmen. Dann weißt du, wie viel Meter pro Sekunde du fährst. Hier sind gar keine Masten. Nö, sind oben eingelassen. Sicherlich. Für die Überrollstein-Ding. Oh, wir sind ja schon 60, ja. Oh ja, sehe ich auch rein. Bei dem Anbremsen, Alter. Oha, hab ich gar nicht mitgekriegt. Alter, wenn man redet, ne? Mhm. Kriegt's man gar nicht mit. Jetzt würde Werner sagen, geht ja gar nicht. Noch mehr Salz in die Suppe. Hat er immer geschrieben, wenn ich eine Zwangsrunde hatte. Noch mehr Salz in die Suppe. Vor allem Salz in der Suppe, was bedeutet das eigentlich, wenn du eine Zwangsbremsung hast? Heißt doch einfach nur so, dass er umso mehr Salz in die Suppe kommt. Eine Zwangsbremsung ist okay, aber umso mehr da reinkommt in die Suppe, so gesehen. In die Suppe muss Salz rein, so. Aber wenn dann zu viel Salz drin ist, dann schmeckt es nicht mehr. Und das meint er damit. Einmal ist okay, aber... Ne? Einmal braucht man mal Salz in der Suppe. Der Boden flackert bei mir in dem Tunnel hier. Bei mir nicht. Scheiße. Bei mir nicht. Also nochmal für alle. Dieses kein Together. Nur ich nehme das auf. Ja, ich nicht. Dafür kriegt ihr von mir was anderes. Genau. Mein selbst erstelltes Szenario auf Hamburg Hannover. Hauptsache real. Ja, ist echt nach Fahrplan, der heißt IC 2371, oha, nach Karlsruhe. Ah, ich habe den Intercity 1918 genommen, 1938, glaube ich, war das. 1938 von Hamburg-Altona bis nach München Hauptbahnhof. München? Nee, ein bisschen Ost, nicht Hauptbahnhof, der fährt ein bisschen Ost. Gleich 70. Rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen. Ja, der kommt zu früh noch. Jetzt sind wir Wald am Arlberg geschlossen. So, jetzt auf 70. Ich lass mich einfach rollen. Ja. Hier geht's sowieso gleich wieder übel bergab. Ja, aber 70, das ist gut für den Fahrplan. Oh, da steht wieder 2, 3. 3 Flatsch. Echt? 11,44. Schon drin. Nee, 10,42. Nee, da stand 11,44. Bei mir steht 10,42. Ja? Ich meinte, ich hatte 11,44 gelesen. Boah, jetzt hast du hier so einen richtigen Knick im Bahnhof, das ist ja geil. Ja, ne? Ich sag schon, da guckst du so über den Abhang, so runter, wo ich vorhin gefahren bin, Alter, hab ich gesagt, so über den Abhang. Alter, 34 Promille. What the fuck? Ich muss 100%, damit ich runter überhaupt mal komme von der Geschwindigkeit. Boah, ansonsten musst du mit der Luft ein bisschen durchbremsen. Ja, das muss ich nachher machen. Ich bin hier angefahren, ich bin fast am Berg unten gewesen. Hä, wo sieht man jetzt die Promille? Unten links in der Anzeige, also du siehst ja deinen Zug unten. Das steht bei mir 33,7. Genau, das ist die Promille. Hohoho. Das sind die Promillen, Alter. Oh, hier, jetzt kommt die geile Brücke. Ja. Da muss ich Screenshot machen. Ich könnte es jetzt auch machen. Ich habe sie ja eigentlich jetzt recht stabil, die Fahrt. Also jetzt komme ich hier. Boah, jetzt muss ich aber hier ein bisschen mehr als 48% reinhauen. 57 habe ich jetzt drin. Bist du überhaupt schon mal in Arlberg lang gefahren? Nee, deswegen. Ich war noch nie in den Bergen. Nee, ich meine jetzt hier am TS. Ja, da bin ich schon lang gefahren. Ich reiz mir einfach mal sowas von in die Bergen zu kommen. Ich freue ich mich schon richtig, wenn ich im Sommer zum Manu kann. Was soll die TS-Strecken abfahren? Ja. Die es so gibt. Mittenwald und sowas. Ja. Na gut, Köln, Düsseldorf habe ich schon fertig. Bin ich jeden Tag gefahren. Wegen toll. Gamescom. Aber in echt sieht die wesentlich besser aus. Ja, als natürlich. Was glaubst du? Jetzt geht's hier über eine Linksbrücke und wenn du dann nach unten guckst, siehst du übelst die Gesteinsbrocken.
Ja? Ah ja. Links die Gesteinsbrücke. Also links unten, unter der Brücke halt dort links so am Abhang. Muss ich mal wieder stabilisieren, die Fahrgeschwindigkeit. Ja, ich sehe jetzt hier keine. Naja. Geh wieder rein. Alter, 34 Promille hier runter, Alter. 34,0 habe ich. Ich auch. Gleich wird's noch ein bisschen stärker. Ja, der letzte Stück, ne? Ist doch noch. Wo jetzt gleich der Tunnel nochmal kommt. Ja. Ja, pass mal auf. Da wird noch viel schöner. Oh, jetzt fängt es an mit Regnen hier. Ja, schön, ne? Da wird noch richtig rutschig. Ach du Scheiße. Und dort vorne sind schon wieder 60. Ja. Nicht nur 60, pass mal auf, was gleich kommt. Jetzt muss ich Scheibenwischer mal anmachen. Einmal Intervall, die erste Stufe. Ich hab die zweite. Hä, kommt das jetzt nicht mehr? Oder kommt das noch nicht? Ich bin doch durch Dalias auf die zwei, auf Gleis 1 durchgefahren. Oder Gleis 2, keine Ahnung. Oder Gleis 2. Dallas? Ja, da bin ich auf Gleis 2. Dallas? Hä, du, da bist du schon durchgefahren? Nee, da bin ich durchgefahren, aber da bin ich im Sommer gefahren, im Herbst. Ach Die gleiche so. Linie, aber da bin ich da durchgefahren. Vielleicht jetzt im Moment nicht. Keine Ahnung. Zumindest wusste ich, dass da 40 war. Und dann, Alter, da 40 hier runter. Also ich fände es ja schöner, wenn das schneit und nie regnet, aber okay. Ja, ist auch schön. Ist aber normal eigentlich. Du. Schneeregen. Schneeregen, ja. Und du, auf der Scheibe wird sowieso Regen. Ja, das stimmt. So, ich gehe jetzt langsam runter. Ich habe erste 1A, habe ich jetzt als Stufe, als Bremsstufe genommen. Das reicht völlig. Jetzt Ja, sind die 1A. übrigens 34,9. Ich bin jetzt am Einfahrtssignal von Dallas. Schon längst vorbei. Hä, echt? Ja. Alter, du bist ja übel voraus. Ja, ich fahre schon lange. TS. Mehr sag ich dazu nicht. Oh, hier, Güterzug. Ich bin erst in 300 Metern in Dallas. Kollege. Das Gute beim Taurus ist, du kannst Lichthube machen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Stört mich auch nicht. Oh, Container. Hier. Schüttgut. Getreide. Das ist Schüttgut. Ich bin der Meinung, das ist hier, das sind Getreidewagen. Ja? Also Mhm. für mich sah das wie Schüttgut aus. Hatten wir erst letztens hier solche. Oder vielleicht ist das Getreide Schüttgut. Die nehmen die auch gerne mal als Schüttgutwagen, glaube ich, die Getreidewagen. Habe ich mal gehört, aber so ist weiß ich nicht. Ob du das gehört hast oder ob das stimmt. Ja, die Sache, ne? So, Linkskurve. Dann lang's durch. Vielleicht kommt die rechts. Oh. Vielleicht habe ich hier 70 schon. Naja, ich hol dann eh wieder auf zwischen Bludenz und Linder. Na, glaubst du? Da kann ich wetten mit dir. Na, na. Guck mal, ich hatte. Wo war das? Ja, beim Metronom. Da hatte ich in der 90er-Zone. Dort mussten wir bestätigen in München, ne? Ja. So, und da habe ich eine Zwangsbremsung gekriegt, weil ich nie unter 85 gekommen bin. Und ich habe dich zwischendurch überholt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es gemacht. Ich war eher an mehr Ring als du. Sieht man mal, ne? Komisch. Deswegen denke ich mal, hier wird das schon. Ja, aber ich habe ja auch die 102. Ich hatte ja auch Dings, ne? Hatten wir das gleiche Szenario gefahren? Na klar. Testzug Metronom. Ach so, ja. Jetzt schneit's. Jetzt fängt es an zu schneien. Jetzt sieht man es auch, ne? Ja. Ah, der hier mit 70, Alter, boah. Die Gleisen eh schon wieder 60. Ja. Kommt ein Tunnel nach dem anderen. So. 100% dynamische Bremse bringen. Also, ich habe sogar jetzt schon Radschlupf, weil. Das Radschlupf ich nicht. Ja, ich schon. Mit ein bisschen mehr so Luft bremsen. So. Ja, dann bremsen hinten die ein bisschen mehr mit. Oha, Alter, wenn du hier nicht mit 60 fährst, dann wirst du aber rausgeflogen, diese Rechtskurve. 31 Promille, ja, Alter. Geht ganz schön runter, ne? Oh, hier, Junge, die Rechtskurve. Ja, ich sag ja, wenn du da nicht mit 60 fährst, dann fliegst du da raus.
dann bist du tot für immer, Alter. Ah, jetzt kommt, glaube ich, jetzt kommen die 40. Stimmt, jetzt kommen erst mal 70. Nee, da kommst du gar nicht hin. Hä? Klar. Zugbeeinflussung. Hä, müssen wir bestätigen, ja? Oh, ja. Jetzt 40! Ja. Hast du doch gesagt, du. Doch noch recht gehabt. Zugbeeinflussung. Oh, jetzt schneidest du ein bisschen mehr hier. Ja. Langsam jetzt wird es langsam ernst. Ja. Ich finde das ja cool, da muss ich dir mal nach der Aufnahme ein Video schicken, da fährt ein ICE 3, also hier auf Köln-Frankfurt. Die Strecke ist völlig zugeschneit, fährt der ICE mit 300 durch, die Schienen sind plank wie geputzt, ey. Alter, wir hatten es gehabt, da war von der AKN so ein Video, war auch geil. Mhm. Alter, jetzt hier runterzukommen auf die 40, Alter, ist so schwierig. Ja, stimmt, danke. Zugbeeinflussung. Boah, ich muss 50% Luft und 100% dynamischer, Alter. Jetzt auch 100% dynamischer und muss Luft zubremsen. Ah. Um überhaupt auf die 40 zu bleiben. Naja. Da kam du. Jetzt. Jetzt geht's auf die linke Seite. Ja. Bestimmt Überholung. Nee. Nee, es ist ja auch grün. Kreuz irgendwie nicht. Kreuz. Ach, auch grün? Ja, also grün-gelb. Mm. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen... Vielleicht steht hier ein Zug. Nee. Mich wundert ja, dass noch nicht kam. Motoren zu heiß. Motoren zu heiß. Ja, ist auch bei einer Drehsturmlok, dass die zu heiß werden können. So, jetzt habe ich die Scheibenwischer auf volle Bulle. Ich nö. Warum sollte ich die auf volle Bulle haben? Kann ja noch genug sehen. Ich habe sie auf ersten Intervallstufe. Ach ja, die 40 hier. Mm. Die regen mich gerade total auf. Oh, das geht bei mir eigentlich. Ja, aber ich verstehe nicht, warum der uns auf die linke Seite getan hat. Die Patcher. Das hätte man ummachen können. Man kann nicht. Die Patcher macht das, was er macht. Hä? Man hätte dort einfach eine Markierung setzen können und ja, dann ein einfach Wegpunkt. Die rote Farbe. Ja, genau. Wegpunkt setzen können, aber wenn man das nicht merkt, mitkriegt. Alter, jetzt. Oh, jetzt muss ich wieder mit Druckluft noch nachziehen. Echt? Ja, jetzt 70. Sind bei 70, ja. Schüpp. Hä? Zugbeeinflussung. Wieso jetzt ins E70? Du bist schon da? Du nee. Bist schneller dann gefahren. Hä? Also in 1 Kilometer kommt bei mir 60. Hä, du bist schneller gefahren. Nein! Du warst hinter mir, Alter. Ja, du bist nicht 40 gefahren, du bist bestimmt so 45. 60, 50. Ah, gut, ich gebe zu, ich bin 43,5 gefahren. Ja, über die Strecke bringt das schon was. Ehrlich, glaub mir, über die Strecke bringt das was. Wie viele Kilometer sind es noch bei dir bis Bludenz? 10, 15. Bei mir sind es 10,0. Siehste, du bist ein bisschen vor mir jetzt im Moment. Boah, yo, jetzt, Alter, jetzt wird's steil. Ach du Scheiße. Ja. Alter, hier im Schnee, Alter, runter. Prost Mahlzeit. Sehr geehrte Lokführer. Wer hier ein ÖBB-Lokführer ist und der diese Strecke fährt und zuguckt, da finde ich das einfach nur geil. Also wie ihr hier runterkommt im Schnee, Alter. 35 Minuten. Na, ich habe auch schon die ganze Zeit Radschlupf. Es ist krank. Jetzt habe ich ein bisschen garantiert nichts gegeben. Bisschen den Sand habe ich ihm gegeben. Das ist Bremssand. Du musst dich mal von San Anton so lange runterrollen, dass du dein Gleist. Da brauchst du nicht lange. Ohne zwischen zu bremsen. Da brauchst du nicht lange, glaube ich. Das glaube ich. Ich lasse 1A an und dann rege ich jetzt nur noch mit der. Mit der dynamischen, die so ein bisschen. Anders geht's nicht. Sonst ja, hast du viel hast eine neuere Version, weil 1A steht bei mir. Nee, bei mir stehen noch die Prozente. Siehst du? Mhm. Das erklärt natürlich einiges. Aber sowas Sinnloses 1A? Weiß ich nicht. Ich glaube, das steht aber auch da drauf auf den Dingern. Das sind die aktuellen Brennstellungen. Bei der
Taurus. Ja, stimmt. 1A, FB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, FB. Ja. So, jetzt geht's hier in die Linkskurve. Alter, hier so stark runter, Alter. Geht schon. Na ja. Also, ich kann jedem dieses Szenario nur sehr gerne empfehlen, Ja, der zwei Stück. gerne mit großer Herausforderung einen Berg herunterfahren will. Ja. Also, für jeden ist da was dabei, würde ich sagen. Jetzt geht's hier rechts. Hä, nee, nach geradeaus geht's. Jetzt geht's geradeaus für mich. Du bist vor mir. Jetzt fahr ich ein bisschen schneller, damit ich komme. Jetzt lass ich mich rollen. Ich Nö. hab dir aber gesagt, ich wollte Jetzt dich. lass ich mich rollen. Nö, jetzt bin ich mal genauso wie du. Ich hab mich nie rollen gelassen, ich habe immer nur durchgebremst. Ja, aber du bist nur 43 gefahren. Ja, wow, die 3 km/h. Ja, die bringen das auf der Strecke. Auf der Strecke bringt das was. Jetzt fahre ich ein bisschen schneller. Jetzt fahre ich 64. Nein, jetzt lass ich Ich mich. glaube wieder 70. Ja. So. 70. 6 km bis Bludenz noch. Also 6,65. Ich habe jetzt. Okay, ich habe schon gedacht, das würde irgendwie nicht so ganz passen. 6,5 sind es da bei mir, so jetzt. Also ich kann es auch, wenn ich schneller fahre, dass ich dann den Kollegen überhole. Also kein Wunder. Bei uns fahren die sowieso auch schneller, wie der Fahrplan vorgibt, wenn sie Verspätung haben oder so. Auch wenn das Ding, bestens die Lok sagt maximal 160, 120, ne, aber scheißegal, wir fahren bis Max Grenze. Mit Hilfssteuerung dann und dann. Rechne ich die doch hoch an, also mit Hilfsbremse zu fahren. Mit Hilfssteuerung. Hilfssteuerung, ne? Bremse, bäh. Hilfsbremse? Hilfsbremse. Ist das überhaupt? Nö. Warte. Meiner Meinung nach nie. Nee, also meine Meinung. Also habe ich noch nicht gehört. Habe ich gerade erfunden. Die Hilfsbremse. Gibt's bald. In allen neuen deutschen Fahrzeugen. Na gut, es gibt eine Zusatzbremse und das ist die Lokbremse, aber eine Hilfsbremse. Heißt jetzt Hilfsbremse. Punkt. Ich hab gesprochen. Ich bin das EBR. Ich hab gesprochen. Ich finde das ja cool manchmal, wie die Regentropfen die Scheibe runterfließen, so, weißt du? Das sieht richtig cool aus. Jetzt geht es doch noch mal wieder ein bisschen weiter nach unten. 32,4. 4,4. Ganz schön ab hier. Jetzt geht er langsam weg. 27. Ah, wie 31. Aber wir sind schon fast im Bludenz hier. Ja. Gleis 3. Genau. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze haben wir Bludenz auf Gleis 3. Im Namen der ÖBB verabschieden wir uns alle Fahrgäste, die aussteigen, und wünschen noch einen angenehmen Tag. Am besten finde ich immer noch, Sascha hat mir erzählt, die haben Ausbilder. Wenn du bei dem die SIFA-Leuchte nur kommt, ne? Musst du den Ausbildern eine Gummibärchentüte spendieren. Scheiße. Der, weißt du, was der am Ende des Tages hat? Riesen Ding, Alter. Ja. Nur wenn die leuchtet, Alter. Das ist heftig. Ja, das ist echt krank. Aber so lernst du es erst richtig. Das finde ich Ja, aber drückt man denn alle 20 Sekunden diesen scheiß Knopf? Den sollst du drücken, wenn die sagt, tiefer. Nein. Die sollst du eigentlich dann nicht drücken. Ja, So aber nur als jetzt. Warnhinweis, aber nicht als du sollst. Du
sollst das drücken, wenn sie es kommt. Das ist keine Anforderung, Sifa. Wenn sie es? Wenn sie es will. Wenn sie stöhnt. Nun komm. Ah, Sifa. Haben die wirklich mal gemacht bei der Taurus, Alter? Haben die die ausgetauscht? Okay. Das haben die mal so gemacht, Alter. Der Lokführer hat nicht schlecht gehört. Oh. Alter, in Bluedance gibt's keine Übergangsmöglichkeiten. Denn 11.02 Uhr IC 118 nach Lindau von Gleis 3. Und dann als nächstes erst wieder 12.01 Uhr Railjet 364 nach Zürich. Das ist ja heftig. Dort fährt eine Stunde nix. Was ist das denn für ein Bahnhof, Alter? Ja. Und dann aber wieder 12.10 Uhr, 12.10 Uhr, 13 Uhr, 14.01 Uhr, 14.07 Uhr, 14.15 Uhr. Also dann. Ich glaube, wir haben ja gerade was eine schlechte Zeit erwischt. Aber das Szenario hier ist wieder nach echtem Fahrplan gebaut, sehe ich gerade. Ja? Na, 11 Uhr, also nicht ganz, aber 11.02 Uhr müssen wir in Lindau sein und das Szenario sagt 10.58 Uhr, also. Ja, passt das ja. So, alles auslösen. Ja, habe ich auch schon. Ich roll jetzt im Moment rein. Alles grün. Ja. Ich roll rein. Auf die 140 beschleunigen brauchen wir gar nicht mehr. Alter, aber... Was denn? 8 Minuten soll es da sein. Was haben wir denn gemacht, Alter? Ach, na eben. Alter. Boy, yo. Jo, Alter. Was machen denn die Lokführer da unterwegs? Halten nochmal an und was machen die denn dann? Kurzen Aufhalt auf eine Brücke? Ja, hier sehen sie jetzt im Moment... Nee, aber ich denke, in echt machen die das nicht mit 70, da machen die das mit 60 und wo 60 sind, fahren die mit 50, weil die Kurven sind manchmal echt ein bisschen heftig. Das glaube ich auch. Dort steht 423 ÖBB. Dich. Aber im Fahrplan steht die irgendwie nicht. Rex, 13 Uhr, Abgleis 2B. Wir haben sie zum 11. Ja, vielleicht stehen die da schon. Ja, abgestellt halt vom vorherigen Tag oder sowas. Jo. So, jetzt wollen wir einfahren. Oh! Ja. Hältst du Alter! Was? Alter, das war knapp. Warum? Also, wenn die wirklich da gestanden hätte, in Wirklichkeit, hätte ich die jetzt mitgenommen. Ich hab noch hier, ne? Da, genau. Alter, geh vom Bahnsteig weg! Oh, das regt mich auf, Alter. Ich halte schön unterm Dach hier. 3D halte ich. Ich auch. Das Dach hier ist schön lang im Gegensatz zu uns hier in Deutschland. Ja, bei 300 halte ich jetzt. 300. Alter, ehrlich, hier sind die lebensmüde. Meine Damen und Herren am Gleis 3, willkommen in Bluedance. Also, mein erster Wagen steht bei Abschnitt 3D. Mein erster Wagen auch. Dann passt es ja. Naja. Mein letzter Wagen steht... Stehen alle unter dem Dach. Ja, mein letzter steht bei B. Ja, bei... ja. Hier ist der Salzburger, Salzburg Hauptbahnhof. Das ist wohl wahrscheinlich der Rex. Hä? Ne? Dein letzter Wagen steht bei... Also direkt bei B. Ja. Steht bei B. Hä? Mein letzter steht bei B. Erste Klasse B. Da steht mein vorletzter. Ich glaube, ich habe einen Wagen mehr oder zwei Wagen mehr als du. Nee, ich stehe weiter vorne. Ich stehe an der 300er Markierung. 300er Markierung. Wow. Hä? Ja, stehst, toll. Aber warum stehe ich im D? Das ist eine Loklänge mehr als ich. Ja, siehst du, und dann passt das auch, ne? Mit hinten. Ja. Drüben stehen, Almdudler Wagen. Kesselwagen von VTG, hier steht eine 189 ERW, ERS Railways, MRCE, paar Getreidewagen. So, ich mal gucken, wir haben ja genug Aufenthalt. Hier noch eine 1142, oh, hier stehen viele 1142 und 1142. Oh, hier steht noch, oh, hier, 1142 steht bei mir eine hier am Ende und hier hinten auch ganz viele, Alter. Ja, hier hinten stehen auch noch zwei abgestellte. 10, 11. 10, 42, hier stehen noch ein paar Holzwagen. Schön. Schön, ne? Sehr schön. Also schön doch gemacht, also. Und KI-Verkehr ist auch realistisch, weil ihr fährt nämlich zu der Zeit nicht. Könnte man noch ein Dings dazwischen machen. Was? Könnte man noch ein Zwischen noch. Ein Dings hier, sag hier. Ein Güterzug. Ja, und Güterzug, ja, da werden hier viel LKW-Sattelschlepper wie bei Manu oder so fahren. Container und sowas. Und zwar im Moment richtig viele Sattelschlepper bei uns. Mhm. LKW-Sattelschlepper, richtig viele.
Ne? Sagt meine Oma und sagt meine Mutter zu mir, ah, Container, ich sag so, nee, das sind Sattelschlepper. Das war wohl nichts mit Container. Aber auch hier alles 189 fährt bei uns, Alter. Wenig, wenig. 189 MRC. Wenig, denkst du, hier. RCE. Ja, MCE. MRCE. MRC? Hm? Die schwarzen Ja. Pferde. MRCE, da fahren hier genügend im Moment. Die Bieb. Die Afrikaner. Ja. Die Russen sind da. Nee. Egert, die Russen sind da. Werner, geh mal in den Keller, guck. Ob die die Kohlen schon weggeholt haben. Oh Gott. Ja, Herr Röhrig. Okay. Oder das Wasserscheiße Röhrig. Ah, Nein. Frau Hübenberger. Okay. Was ist denn? Ja, bei mir tropft die Heizung. Ja, haben Sie schon mal ein Schnüffelstück eingebaut? Eine was? Das Vor allen schreit Dingen, das ist voll dumm. In Feldkirch fährt da. hier ein Railjet nach Bludenz, Ja. 11:41 Uhr. Wo stehen die? Genau, da stehen die Männer. Drei Stück, weißt du? Das sind drei Brüder. Sehen genau gleich aus. Also, wie gesagt, hier fährt ein Railjet nach Bludenz, 11:41 Uhr. Ja. So, als nächstes 11:48 Uhr, Railjet nach Bludenz. Die fahren ihren Blockabstand mit Railjet, geil. Was? Warum das denn? Ja, pf, warum nicht? Der eine kommt von. Warte. Abfrage läuft. Der eine kommt von Bregenz nach Bludenz. Und der andere kommt von Zürich nach Bludenz. So. Es hat übrigens aufgehört mit Schneien. Ja, bei mir läuft noch das Wasser runter. Aber na gut, die haben auch Ja. nicht geschwischt. Jetzt. Nee, bei mir schneit's noch. Manchmal wischen die mit so einer langen Route die ICE-Schnauzen und die Scheiben vorne in München Hauptbahnhof. Ja? Ja. Da stellen die sich mit so einem hier mit so einem Mop und so einem Mob. Wassereimer. Den So, Mob. naja, so ein Eimer Wasser vor die Schnauze des ICEs, dann stellen die dort eine Leiter hin und wischen die Scheibe. Jetzt weiß ich auch, wie der, die Person da in den Führer, in die Bugklappe reinkam. In die Schnauze reinkam vom IC3. Und da so zerstückelt hing. Jetzt weiß ich, warum. Vergessen. Oh, ich fahr mal los. Kann ich nicht. Ach so. Alter! Ja, aber eigentlich machen die das nur im Kopf von Höfen. Ja, natürlich, aber weißt du, was die meinen damit? Ja. Fahr einfach mal los, krong. Schon drin. Ja. Ne, oder so, ne, ich hast auf, ne. Ach, die Bugklappe ist noch auf, mach ich mal eben. Und der da drin, Alter. Der wird sich Der bedanken. wird erstmal in zwei Teile zerstückelt. Scheiße. Aber das Thema ist eigentlich gar nicht so lustig. 11:1 ist Abfahrt hier. Boah, Alter. Das dauert noch. Ja, das sind die Wartezeiten, ne? So, jetzt die Zeitung, der Tee und der Frühstück und dann jetzt Mittag. Schon mal gibt's schon mal Mittag. Ich hau hier einen Hauptschalter raus und mach einen Bügel runter. Nee, das mach ich nicht. Bügel geht sowieso nie runter. Macht keiner. Keiner nimmt den Bügel runter und macht den Ja, Hauptschalter aber aus. ich hab halt. Ich mache einen Bügel wieder hoch, aber einen Hauptschalter lasse ich aus. Und die Kühlung mache ich voll rein. Voll rein. Ja, ich finde das voll doof bei jeder Lok vor, hier im TS, wenn du vorne die Scheibenwischer anmachst, sind die hinten im anderen Führerstand auch an. Kannst aber abschalten. Hä? Ja, gibt's. Da gibt's Skripte. Ach so. Hä, bei mir ist sie nicht an. Hinten läuft nicht. Doch. Vorne läuft, aber hinten nicht. Ja bei gut, mir. Nur okay, den es wird zweiten an nicht. meiner Version liegen. Ja, das haben sie auch schon gefixt, siehst du? Hier Gefixt. an der 423 ÖBB steht Sonderzug. Rex, Sonderzug. Mal gucken. Und der andere fährt Rex nach und so. Lustenau, S3. Lustenau? Ja, aber guck mal vorne. Sonderzug. Ne, guck mal vorne einfach mal. Die haben das nicht richtig rumgemacht. Der hat das vergessen. Salzburg. Lustenau, Salzburg.
Bischofsen, nee, Sonderzug. Bischofen, Sonderzug. 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 Ey, hier kommt ein Gegenzug. Ey, das ist nicht realistisch. Mit Oh der ja. 175 Jahre ÖBB, cool. Das ist nicht realistisch. Ist ein Sonderzug. Ja, aber wer ist denn? Ein unplanmäßiger. Ja. Sonderzüge sind immer unplanmäßig. So, spiele ich mal nun erstmal Trainspotten. No. Erstmal Trainspotten. Kennst du den Train Simulator Trainspotter? Nee. Da joggt so, hä? Der wirklich, der Spiel, während dem mal vorbei. Pfiou, 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 Aber ich finde was? das Dach von der Unsichtlich. 1216 übel geil detailliert und sowas. Ja, das stimmt natürlich. Wieso ist die da gewesen? War das eine 12? Ja, Oh. die gerade entgegengekommen ist, war eine 1216. Ich guck mal kurz. Jo, ist jetzt 12. Und. Sieht man da schon, die ist erstens dicker, zweitens hat die vier Stromabnehmer. Ja, und oben, aber das Schöne finde ich bei diesen Schweizer Stromabnehmer, ne? Oder was das auch für DC, dass die so eingerostet ist, Alter. Das sieht so richtig gerostet Halt aus. ihr nicht benutzt. Halt nie benutzt, Alter. Die anderen. Österreich hat ja eigentlich auch noch einen anderen Stromabnehmer. Ja, aber die sind doch zusammen. Ja. Die funktionieren ja beide zusammen. Der von Österreich und der von Deutschland, die gönnen ja zusammen. Das ist ja kein Problem für ihn. Oh, keiner mehr am Bahnsteig, könnte ich da abfahren? Ne, keiner mehr. Nee, bei mir steht keiner mehr drauf. Nicht Doch, schlecht. da kommt einer aus dem Zug gerannt, Alter. So, also bei mir sind jetzt alle weg hier. Kann ich mal Screenshot machen. So. So. An Gleis 3. Bitte einsteigen. Türen stehen selbsttätig, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Bei uns kommt das wirklich so früh. Manchmal dauert das eine Minute, bis er die Türen schließt. Weil auch noch schnell welche reinhuschen oder was nicht alles. Guck Wenn erst ich doch. Hauptbahnhof auf, aber auch die sagen das an und 5 Minuten später gehen erst die Türen zu. Ja. Habe ich mitgekriegt, als ich die 175 Jahre Taurus gefilmt habe, dort wo die ausfuhr. Ich bin Richtung immer. Ja. Irona. Ich fand immer noch geil, es gibt ein Video, ja, diesen Schaffner, der wartet 5 Minuten, Alter. Ja, ja. Das. Alter, der wartet in Düsseldorf ist das gewesen. Der wartet 5 Minuten, da gehen immer noch welche rein. Bis dann gesagt, so jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ding. Tür zu. So, AFB. Reißen sie da noch dran, weißt du? Dann sag ich jetzt losfahren. Alt, ich will da noch mehr. Stehen die da so auf den Trittbrettern und halten sich am Griff fest von den N-Wagen. Das wäre geil, ne? An dem Brett festhalten, unten auf dem Brett stellen und dann an den Türgriff festhalten. So, also ich Super. roll schon wieder, ne? Ich auch. 40 bin ich jetzt. Alter. Fährst du jetzt mit der AFB? Jetzt fahre ich mal auch mit der AFB. Muss ich erstmal einstellen. So, was fahren wir mit 140? AFB. Erstmal hochregeln auf 140. Hast du überhaupt die Bremsart auf Rapid Ja, gestellt? natürlich. Okay. Das heißt nicht Michael Kors. Sonst würde ich nicht Michael Kors heißen. Ist so. Ich mach die Scheibenwischer jetzt aus. Ja, ich kann bei mir jetzt auch ausmachen. Jetzt ist wirklich Schluss endlich mal. So, aus. 140. Die braucht aber auch bei den Tonnen, ne? Die hinten dran sitzen. Tonnen vor allen Dingen. Ne? Tonnen, hunderte von Tonnen. Dicke Menschen. Ja. Aktuell bin ich schon wieder 2 Minuten zu zeitig. Ich auch. Heftig, ne? Der Fahrplan ist wirklich für sonst. Da kannst du wirklich dir Zeit lassen bei dem Fahrplan, glaube ich. Ne? Da kannst du Den wirklich. Fahrplan kriegst du mit der 1144 auch hin. Ja, locker. Den kriegst du so. Ich glaube, den kriegst du sogar mit einer Dings hin. Mit einer Diesel-Lok. Mit der 218 müssen sie ihn eigentlich auch hinkriegen. Männer! Was? Mit der 218? Könntest du ihn auch Nee. hinkriegen. Ich hab gesagt, Ludmilla. Ja, genau, die fährt ja auch 140.
Das ist wieder die Patcher-Fehler. Links, also links des Signals sagt grün-rot, also grün und dann unten rot, ne? Also das Vorsignal zeigt rot. 189 Ja. mit Mischung. Ah. Mit Mische. Ach, da kommt sie. Ich sehe sie. Hä, du bist schon da vorne? Ich bin jetzt Bahnhof, ich bin jetzt am Bahnhof Ende. Okay. Du bist ein bisschen weiter voraus wie ich. Wie denn das schon wieder? Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe 200 Kilonewton gehabt beim Ja, Anfahren. das Anfahren ist nicht mehr. Meine ist anders. Beim Anfahren. Meine ist realistischer. Deine geht ja Gas. Die hat ja noch. Die hat ja Gut, nicht. beim nächsten Mal hau ich immer bloß 35% Regler Nein, brauchst du rein. nicht machen. Meine Güte. Aber im TS finde ich das scheiße, weil guck mal, du bist jetzt bestimmt auf der geraden Strecke, oder? Ja. Vor dir sind ja so große Berge. Ja. Und in echt siehst du dort auch Bäume stehen, aber hier halt nie. Nee. Weil TS Ja. ist leider so. Jetzt bauen sie sich so langsam auf. Ja, aber trotzdem nicht ganz hinten dort bei den Bergen. Ja. Das finde ich ein bisschen blöd. Jetzt bumm. Boom, sind 50.000 Bäume Bäume gewachsen. wachsen auf einmal. Minecraft. Boom. Bone Meal. Gibt's ja, wenn du. Nee, gibst, kannst du hinkriegen. Musst nur, da gibt's einen kleinen Trick. Dann kannst du das so machen. Im Survival, dass das Ding alle auf einmal. Bumm. Und Baby, wie heißt die Technik? Nein. Bone Meal und Dropper. Ach so. Und Redstone und Schalter. Und ein dit, Ja. dit, 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 dann kannst du immer geben. Easy fa. Bin mir auch gerade. Nur noch 12 Kilometer bis zu unserem nächsten Halt. Feldgier. Auf Gleis 4B. Fährt ein. Gleis 4B fährt ein IC 118 nach Münster, Osnabrück. Ja, Osnabrück? Das ist hinter Münster, ne? Ja, Münster-Osnabrück ist der Flughafen, Entschuldigung. Weil ich bin ja auf der Strecke gefahren, ne? Osnabrück, Münster, das ist ja, da sind ja Welten noch zwischen. Also von Osnabrück nach Münster brauchst du, glaube ich, mit dem HKX bin ich, glaube ich, 30 Minuten gefahren. Er fährt von Köln nach Hamburg über Münster. Ja, Münster, Osnabrück und dann an Bremen vorbei. Ja. Dann fährst du Bremen hoch. Deswegen kannst du schön auf Knuttenburg, Hamburg dann. Auf welchen Gleis hier hält er eigentlich in Hamburg Hauptbahnhof der HKX? 11, 12 kommt drauf. Also planmäßig 11, aber öfters mal Gleis 12. Deswegen. Weil dann noch irgendwie ein ICE da rumsteht, der da nicht stehen soll. Der Türstörung hat. Ja, nee, die Türenstörung gar nicht. Der kommt einfach zu spät, jo. Da kommt der HKX auch zu spät, weil sie nicht wissen, auf welchem Gleis, weil sie zu blöd sind im Stellwerk. Stattdessen auf Gleis 11. Nein, da könnte ja auch noch einer einfahren. Das ist nämlich der, manchmal sogar. Der drüben steht, der soll eigentlich auf Gleis 11 einfahren. Nein, fährt auf Gleis 12 einfahren. Nein, fährt auf Gleis 11 ein. So. Deswegen, das ist bescheuert. Hier bei euch im Hauptbahnhof haben die ESDW, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. ESDW? ESDW, ja. Also da sitzt du am PC und machst die Weichen am PC. Und nie wie im Stellwerk hier mit Handkraft und sowas. Ich glaube noch nicht mal. Das ist für die Fernfahrstrecke nachher, aber nicht für den Hauptbahnhof selber. Für den Ja, Hauptbahnhof selber eigentlich ist in jedem Hauptbahnhof ESDW. nicht unbedingt, nicht unseren. Ich Echt glaube nicht? nicht. Ich Also bei weiß. uns hier in Leipzig und Dresden ist, also zumindest Leipzig ist ESDW. Diese Dresden nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es kann sein. Also wie, ich meine, der Hauptbahnhof, ich weiß, also ich habe ja mit den Kollegen von der S-Bahn gesprochen, die haben ja eine eigene. Das ist ja noch richtig alt, sag ich jetzt mal so richtig mit drücken. Und die meinten, die haben genauso einen. Die Kollegen von der DB. Die haben genauso ein Stellwerk. Ich habe den ja gefragt. Und die meinten das, die Ja wussten es gut, nicht, ob bei man es. Hamburg Hauptbahnhof müsst ihr ja nur nie so viel stellen. Nein! Zuständigkeit nur von Anfang erfasst, von Holzenstraße bis nach Hannover hin, bis
bis nach kurz vor Harburg und nach Lübeck raus bis kurz vor Hasselbrook und nach Berlin raus bis Bergedorf. Aber das macht nie ein Stellwerk. Das macht nie ein Stellwerk. Dann ist es ESTW. Weil ein Stellwerk kann niemals über 50.000 Weichen hier haben. Das geht dann nicht. Aber soll ich dir was sagen, wie viele Leute da drin sitzen? Ja, das kann ich mir vorstellen. 7 Stück. Ja, aber trotzdem so viele Weichen. So viele Relais legen die dort gar nicht. Boah, also das ist ein Riesengebäude eigentlich. Ich weiß nicht, ob es ESTW ist. Deswegen ja. Kann sein, dass es, also wo ich da war, das war ja am Anfang des Jahres dann. Weil guck mal, Leipzig Hauptbahnhof geht gar nicht ohne ESTW. Nee, da sind auch viele Weichen. Da drehst du alle 30 Sekunden eine Weiche. Das glaube ich. Und guck mal, so drückst du ein paar Mausklicke und dann ist die Weiche gestellt, ziehst du ja. Fahrstraße, fertig. Ja, aber das ist immer noch, es wäre immer noch, Loksim, kennst du, Loksim sag ich hier, Stellwegsim. Das dafür, ist ESTW zum Beispiel. Falsch eben. ESTW ja, kannst du einen Startpunkt, einen Zielpunkt, der berechnet die Route selber. Ja, aber so im Groben und Ganzen so. Ja, und ESTW, der guckt im Fahrplan ein, den soll er einfahren, da Anfang, da End, fertig. Berechnet von alleine alles. Wir sind so. Übrigens 110, wo? Jo, hab ich gerade gesehen. Ich runter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Feldkirch auf Gleis 4B. Sie haben Anschlüsse an den Railjet 565 nach Bludenz von Gleis 3 und an den Railjet 165 auf Gleis 3 auch nach Bludenz. Planmäßige Abfahrt 11 Uhr 48, Zwangsbremsung. Da will man sich einmal auf eine Ansage konzentrieren, Zwangsbremsung. Ich hab sie noch gesehen. Ich hab die bestätigt. Hast nicht, ne? Wenn es da was zu bestätigen gab, ich hab sie gesehen. 40. Oh. Egal, ich hab Ende gedrückt, nochmal die Bremse angezogen, ausgelöst und dann. Ich rolle jetzt hier schon wieder mit 70. Das ist schon wieder ein Bug, ne? Den gibt's bei mir nicht. Echt? Nee, also bei mir gibt's ja, kann man ja den Bug, wenn man in der Zwangsbremsung war, weil ja früher konnte man sich mit Ende rauskriegen. So, das hast du ja gerade gemacht, das ging nicht mehr. Bei der Version geht's nicht mehr. Da kannst du nicht mehr rauskriegen. Nächstes Rot war. Nächstes Rot? Ja. Zeigt das Signal im Tunnel? Nee, bei mir zeigt's grün. Also, bei mir klappt das auch nicht, wenn ich nur Ende drücke. Ich muss halt die Bremsen anziehen und nochmal auslösen. Dann. Ja, natürlich, aber nee, du rein aus der Zwangszone rauszukommen, meinte ich. Ja. So, wo steht jetzt der Railjet? Komm, hä? Railjet, geil. Hast du den eigentlich für ein TS? Nö. Den von Bluesim, also nicht von diesen anderen da. Brauche ich nicht. Das ist scheiße. Aber ich verstehe nie, wie wir in das Gleis 4B reinpassen sollen. Schaffst du auch nicht. Oh fuck, Rotsignal, ja. Ach nee, nee, es hat sich gerade noch umgestellt. Ja? Ah, das hier das Sperrsignal war auf Rot. Also meins ist grün. Hier kommt der Rail schon entgegen. Nach Blue Dance. Da kommt er. Mit Sandwich. Trio. Sich ordentlich reinpfeffern. Kollege. Ist eine Railjet. Oh, jetzt hat er umgestellt sogar meiner hier schon. Oh, Sandwich. Komm, mach keine Wissenschaft draus, bleib einfach stehen. Nee. Bei mir geht ganz langsam stehen geblieben. Ja, ich auch. Also ganz langsam, richtig behutsam. Bei mir gehen die Türen nicht auf, willst du mich verarschen? Hä, bei mir auch nicht. Was? Was ist denn hier euer Ernst? Alter. Warte mal, ich fahr nochmal weiter vor. Ja, ich auch. Hier, aber irgendwie ist es schon 11.12 Uhr und 50 Sekunden. Ich weiß nicht mehr, ob ich das schaffe. Lass mal stehen. So, halten wir einfach hier an. Geht auch nicht. Hä, nicht? Hä? Hä, bei mir geht die Tür nicht auf! Warte mal, vielleicht sind wir zu weit nach vorne gefahren. Das wird wohl am wenigsten sein. Nee, gibt's auch. Train Simulator-like. Da fahre ich eben rückwärts.
Ich auch. Das stört mich jetzt überhaupt, das stört mich am wenigsten. Wenn er mal anfangen will, rückwärts zu fahren. Dann sind wir auch gelöst. Ja, wir sind eh schon zu spät. Wieso will 14. das Ding jetzt nicht rückwärts fahren? 14 ist Abfahrt. Wieso will er nicht? Hast du Richtungsänderung? Jetzt. Nee, irgendwie wollten die Bremsen nicht mit denen. Drücke ich zurück. Oh, da ist er kurz weg. Das ist immer normal. Hallo. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Ja, die Türen, die gehen auch hier unten. Nee. Hier. Hä? Egal, fahren wir einfach weiter bis Dornbirn. Ja, da steht dann einfach nur, wir sind nicht gehalten. So. So, jetzt müssen wir gleich Befehl drücken hier. Ja, hab ich schon. Ich darf schon weiter. Machst du Sicherheit nochmal, aber nee, da ist nee, nee, ist frei. Ist frei. So, geht's los. Ist doch scheiße, weißt du? Ha, liebe Fahrgäste, die in Feldkirch aussteigen wollten, müssen in Dornbirn aussteigen und den nächsten Rex nach Bludenz nehmen. Kann ich jetzt nicht ändern. Aufgrund hierfür sind's... Aufgrund einer Türstörung. Genau. Grund hierfür ist eine Türstörung. Wir bitten zu entschuldigen. Alter! 110! In dieser Kurve? In dieser Weichenstellung, ja, Alter! Das denke ich mir auch, mein Alter! Aber ja, warum nicht? Boah! Okay, jetzt sei gegangen. Jetzt geht's keiner mal nach rechts, wa? Alter! Was ist das? Alter, ich wäre fast umgekippt. Alter, ich bin zum Glück nur 90 gefahren durch die Weiche. Alter, meine Wagen! Ich fahr mit 110 durch. Alter, das ist nicht euer Ernst. Sind die durch? Ja. Was, sind die umgekippt? Nee, ist das alles in Ordnung. Alter! What the fuck? Ist aber immer auch von der anderen Richtung von Linda aus, ist immer das Gleiche. Was soll das denn bitte? Boah, ich bin schon wieder 5 Minuten zu zeitig, das gibt's doch nie. Ich auch. Also, sehr geehrter Szenarioentwickler, wenn Sie das hier sehen, bitte überarbeiten Sie dies. Danke sehr. Weil ich glaube, das ist nicht so gut für die Fahrgäste. Ja, ich meine. Habe ich gesagt, das ist gut? Naja, habe ich aber, ne? Oh, gleich 150. Oh ja, 2 Kilometer. Alter, was hat der? Alter, da gehen da die Türen nicht auf. Schön, ne? Da musst du. Das geht gar nicht anders. Du kannst nur B nehmen oder A. Das von beiden. Du kannst keine. Doch, du kannst die beiden eigentlich zusammennehmen. Eigentlich schon, ne? Ja, es geht. Man muss da nur ein Skript machen für. Das heißt, sie skripten. Musst du sie dann. Und dann geht's. Du musst sie nur skripten. Da kannst du sie zusammen skripten. Dann steht dann unten 4B und 4A. 4A, 4B. Skriptest du nur zusammen. Güterzug. Wo denn? Mit der 189 Dispo-Lok. Und Kesselwagen. Von Aral. A, ich bin zu blöd, oder B, ich kann es nicht. Ich kann sie nicht sehen, vielleicht weil ich sie nicht hab. Genau, das war der Fehler. Das war schon der Szenario-Fehler bei mir. Obwohl ja, ich sie habe eigentlich. Hä? Das sieht man mal wieder. Hast du die echt? Ja, ich hab die. Aber. Irgendwie wird sie mir nicht. Wo hast du die her? Ich glaube, Razem Italia. Und von Dings habe ich sie auch. Ja, also eigentlich ist es die Freeware-Variante der 189. Ja, die habe ich. Na, ich auch. Ist komisch, nicht bei mir geladen. Okay. So. 250. Habe ich gerade gesehen. Wir fahren. Geben wir mal Gas. Hier hätten sie ruhig LZB legen können. Ja, ne? Geschwindigkeitsübertretung. So. Ich wünschte, wir würden mal ein rotes Signal kriegen oder so. So mitten auf der Strecke.
Naja, wenn Zug liegen geblieben ist oder sowas. Ja. Halbe Stunde rotes Signal. Oh, Ich stand mal. jetzt kommt mir was entgegen hier. Ja, Rex. Rex, ja. Da Kollege. stand nicht einsteigen dran. Ja. Vor allem eigentlich fährt das ja der Talent. Hier, der Talent 1 heißt der, glaube ich. Der Talent. Der Rex. Naja, Talent, ja. Ja. Also nicht Talent 2, aber Talent 1. Ja, also Ja. Talent in Diesel. Nee, in Elektro-Variante. Gibt's nicht. Nicht vom Talent. Eins. Ja, wie heißt denn der dann? Ach, ich weiß nicht. Dann ist das dieser andere Flirt. Zeigst du mir nachher. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da fährt. Aha. Oh, gleich 160. Doch, das ist ein Talent. Ja, aber es gibt kein Ja. Talent 1, glaube ich, in Elektroversion. Habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Vielleicht nur für ÖBB. Naja, klar, für, naja, die ist eine ÖBB-Lackierung. Ja. Nur für die extra gebaut, ne? Kann möglich sein. Die 160 brauchst du übrigens gar nicht fahren. Doch, kann ich beschleunigen. Stört der Wozu? gar nicht. Stört der nicht, glaub mir. Das kriege ich da kein. Das ist gut so. Lass mich fahren, so wie ich will. Das Gute ist, wenn du den TS im Fenstermodus fährst, kannst du nebenbei im Internet surfen. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich muss jetzt im Vollbild wegen Aufnahme. Ach ja, Wenn du in der LZB bist und sowas. LZB, ne? Ich muss nun mal die Ziffer drücken. Ja. Da kannst du zwischendurch hier surfen. Ja. Surfen. Surfen. So, jetzt sind wir wieder auf 160 gleich hoch. Ich Und bin Abi, mir, was? ich bin einfach die 160 durch die 150 gefahren. Schön! Was du mir sagst, ja, brauchst nicht beschleunigen. Nee! Aber selber nicht besser! Ja, tut mir leid. Gut, hab ich gesagt. Ja, hab ich. Ne? So, gleich auf 140 wieder runter. Boah, die Strecke zwischen Bregenz und Lindau sieht irgendwie viel, also in echt viel besser aus. Muss ich dir Klemmerbild schicken. Jo, machst du mir. Oh, schon, ich krieg schon wieder einen kratzigen Hals. Bah. Abschalten. Oh, jetzt abschalten. Wie viel Kilometer noch bis Dornbirn? 9,6. Bei mir 9,7. Oh, scheiße, Hauptstadt aus. Ja, hast gesehen? Ach ja, hier. Trennstelle. Schutzstrecke. Wieder rein. Ich hab dich, glaube ich, zu spät gemacht. Ich hab den Greim gesehen. Da kam keine Ankündigung, ne? Ich habe keine Ankündigung gesehen. Also ich nicht. eigentlich steht ja im Buchverplan drin. Ja. Aber sonst kommt auch eine Ankündigung Jetzt meistens. haben wir einen anderen Stromanbieter. Naja, bei Schutzstrecken wechseln die halt den Stromanbieter, ne? Nee, also wir haben bei uns in Schleswig-Holstein keine Schutzstrecken. Da Weil sie muss man das. Hauptschalter ausmachen und dann ist man in einem anderen Stromanbieternetz drin. Ja? Naja, bei uns ist das zumindest so. Also wir haben keine Schutzstrecken, nicht dass ich jetzt wüsste auf Hamburg-Lübeck. Ich glaube nicht, dass sie von dem, dass sie von Hamburg bis Lübeck ohne zusätzlichen Strom auskommen, also ohne neue Einrichtung. Glaube ich nicht, weil das ein bisschen Widerstand macht ja das. Es gibt jetzt übrigens von 3D-Zug ZAGKKS Druckkesselwagen. Ach, ist, die Dinger. ist, sind heute rausgekommen, die Gaskesselwagen da. Geil. Hast du schon mal gesehen, wie so ein Gaskesselwagen zusammengedrückt wurde von innen? Implosion? Ja. Alter, geil. Das war aber kein Gaskessel. Doch. Nee, Nee, das war war ein Öl? Kessel. Gaskesseln sind immer weiß mit einem orangenen Strich. Ach so, das war ein schwarzer. Siehst du? Aber das war geil, so boom. Kaputt. Alter, kaputt, Alter. Eingeturnt. Will ich auch! Will ich auch! Ich mach genau das gleiche Experiment bei der Deutschen Bahn, aber nur mit dem ganzen Zug. Boah, yo. Ne, so, Deutsche Bahn, macht mir mehr Geld, sonst habt ihr Probleme. So, alle Kesselwagen auf einmal mit dem Luftdruck.
So wie eine Laola-Welle, so. Das wäre heftig, Alter. Das wäre heftig, ne? Auf einmal so. Und jetzt so eine Symphonie draus machen. So, irgend sowas. Und dann so auf einmal zum letzten. Der letzte Bass. Beste. Dann in etwas größerer Kesselwagen. Ja, vom Maschen, weißt du? Alter. Ah, wäre doch schön. Ja, natürlich, ne? Machen wir mal, ne? Kostet ja auch nicht viel Geld oder sowas. Nee, mal hier Maschen vollstellen damit und dann können wir mal Symphonie machen. Einmal Maschenverschick. 120. Ja, noch lange hin. Ja, noch lange hin, ja, ja. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Dornbirn auf Gleis 1. Sie haben Anschlussmöglichkeiten an den Rex 5580 nach Lindau Hauptbahnhof von Gleis 1, direkt im Anschluss. Danach 12.21 Uhr Rex 5579 nach Bludenz von Gleis 2. Oh, hier. Kohlezug mit 189. Fehlt mir bestimmt auch. Naja, was denkst denn du? Wir brauchen Dornbirn nicht so schnell einfahren. In die andere Richtung musst du in Dornbirn bestätigen. Also PAPZB. Ja? Da gehst du nämlich auf den Rand. Dass wir von hier kommen, ne? Ja, ich hätte mir gerne eine Zugbeeinflussung gewünscht. Na, gib's auf die andere Fahrt. Auf die 119. Weil genau das, der Intercity 119 fahren wir nämlich im Livestream nochmal. Ja. Der dann am Samstag stattfindet. Genau. Wer es noch nicht weiß, aber sollte eigentlich jetzt schon langsam eine. Ja, wer den Livestream halt nicht kommt. Hat, ne? Weil wir haben es ja am Livestream gesagt. Ja, und eben eine Ankündigung gibt's nochmal, eine offizielle. So, hier siehst du jetzt schon, also hier siehst du jetzt schon links, dass du dort auf dem Rand fährst. Ich halte wieder schön unterm Dach an hier. Ich warte bei der 200. Da ist sie. Da kommt sie. Ich habe hier eine 150 hatte ich hier. 200. Jetzt ist ja eine 200, genau. Ja, passt doch. Ich finde es auch lustig, dass die oben in der Oberleitung drin ist. So schlimm finde ich das auch nicht. Dass sie da oben drin ist. So. 4 Minuten zur Zeit, ich ey. Alter, genau, Alter. So stehen alle Wagen schön unterm Dach hier. Hey, ich stehe richtig geil unter. Wo ich sitze, da sitzt genau über mir sitzt das Schild 200. Echt, da ist mein Stromabnehmer bei der 200. Mein Hinterer. Wundert mich ja auch, dass sie das da oben anbauen können. Ich glaube, das EBA in Deutschland hätte schon längst gesagt, weil da ja Strom durchfließt, A und B auch noch, weil er ja nach Pando gegen kommen könnte. Da geht ja nicht. Alter, meine Lok bewegt sich. Echt? Oder? Bewege ich mich mit dem Kopf? Nee, die Lok bewegt sich, Alter. Ganz leicht. Heißt der Lok. Ganz leicht, seht ihr das? Die bewegt sich nach vorne und nach hinten. So ein bisschen. Okay. Und ich bin auf Bremsstufe 3, Alter. Und die bewegt sich leicht. Hier sieht man. Hey, kannst du sagen, wo Beograd ist? Beo? Beograd. Eine Stadt ist das. Nö. Hier sieht man es auch sehr schön. Hä, hey, wir bewegen uns nach vorne. Warum das denn? Ganz langsam. Ja, ganz langsam, das ist aber normal im TS. Ich habe jetzt wirklich VB drin, ne? Und ich bewege mich langsam nach vorne. Hallo, stehen bleiben. Bremse. Hallo. Bremse, bist nicht hier dran. Gibt's einen Euronight von Zürich nach Beograd. Und wie das aussieht, ist es ganz schön weit weg. Weil 20.40 Uhr fährt er in Zürich ab. Ja. In Beograd ist der 17.32 Uhr. Alter. Außer wenn es so eine Nebenstrecke ist, die ganz lang gebraucht.
Alter, der bewegt sich, Alter. Der ist krank. Der bewegt sich. Muss ich dir mal vorstellen, stehst du gerade eben so. Stehst du eine halbe Stunde, auf einmal bist du über das rote Signal gerollt. Nee. Du kannst nichts dagegen tun. Das wäre geil, ne? Auf einmal so, Zwangsbremsung. Ich steh doch! Da kommt ein Rex. Ja? Ja. Schon bei mir vorbei wahrscheinlich. Nee. Nee, der fährt da gerade ein. Wo bist Let's du? Hier. Kommt bei mir noch nicht. Welche Zeit hast du? 11:28. 22? 23? 24? Oder was hast du? Nee, ich hab 11:29:05 habe ich jetzt. Siehst du, du bist weiter nach vorne. Ich komme nämlich jetzt erst. Jetzt kommt er erst bei mir. Du hast einen kleinen Vorsprung in der Zeit. Okay. 30 Sekunden Vorsprung, keine Ahnung wieso. Ich weiß es auch nicht. Kommt wahrscheinlich durch die Aufnahme. Ja, das ist so. Wenn du nicht 30 FPS hast, bist du ist dir Zeitgefühl im Translator anders. Ja. Ich habe nur 21, deswegen 20. Deswegen, dadurch wird das Ding langsamer, die Uhr. Die ist leider nicht chronometisiert. Die läuft nämlich mit dem Game chronometisiert. Mit. Ja. Jetzt kommen so richtig schlaue Männer. Gibt's nicht! Das Wort! Ich hol mir kurz was zu essen. Ich hab ja ein bisschen Zeit. Ja, noch 2 Minuten. Ja, liebe Leute. So sieht's aus. Lokführer Alldag. Warten, warten und nochmals warten. Ach ja. Sind ja gleich schon in Bregenz und Lindau. Bregenz kommt ja gleich, ist ja nicht mehr so weit weg. Denke ich mal. Warte, Bregenz? Nö. So weit weg ist das nicht mehr. Ja, jetzt wird's langweilig. Gibt nichts mehr zu reden. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine neue Webcam. Also neue Facecam. Ist ja eigentlich ganz schön. Mal da fahren Sie gerade mal. So, wieder da. Ja. Och Mann, ich krieg die Kopfhörer nie rein. So, jetzt höre ich dich. So. Es geht ja immer noch nie los. Nee, dauert noch. Du hast bestimmt noch eine Minute. Ich habe noch eine Minute 30. Bei mir drauf. Bei mir ist es jetzt 31:07. Siehst du? Bei mir ist es 30:37. 40. 41, 42, 43, 44. Ich denke, ich würde fahren. Ehrlich, so hört sich auch die Sounds an. Guck mal, hier sieht man auch sehr gut. Wir bewegen uns nach vorne. Wenn ich jetzt mal hinguckt. Guck mal. Und die Räder bleiben stehen, wo? Und die Räder bleiben stehen und wir bewegen uns nach vorne. Ist da. Mhm. Ey, haben wir hier neue Trägheit oder was? Ich glaube, der Transmitter. Schweben. Der hat neue Trägheitskräfte, ne? Wir schweben. Nee, schweben tun wir ja. Transrapid. Ja, stimmt. Magnet. An Gleis 1, bitte einsteigen, Türen sind selbsttätig, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Ich rolle mit 8%. Okay. Ich rolle mit 0%. Jetzt kommt der Kompressor. Ich kram die Bremse gelöst. Ja. Alter, das hört sich doch nicht an wie ein Kompressor. Was ist das, Alter? Jetzt Tür zu. Abfahrt. Sag mir, wenn du am Ausfahrtssignal bist, da gebe ich dann Stoff. Jo. Ich war immer noch mit 18. Hier mit 8%. Bin jetzt auf 20 km/h. 30. Vielleicht bin ich bei 40 und jetzt bin ich gleich im Ausfahrtssignal. Ich bin mich jetzt am Ausfahrtssignal. Gut, gebe ich Stoff. Jetzt ist mal auf 110. Hey, du bist schon auf 110?
Nein, jetzt geht's erstmal auf die 110. Ach so. Oh, das schaffst du gar nicht mehr, Taurus. Mit deiner super Lok da. Bregenz. Kommt als nächstes. Schade, dass es hier keine Passagieransicht gibt. Die fehlt noch, ne? Irgendwie schon. Ich habe gehört, die Schweizer Wagen sollten nicht so gut sein. Die bremsen scheiße. Hat ja, Sascha die haben mal bestimmt gesagt. Scheiben, du weißt schon, Klotz, ne, hier Scheibenbremsen, nach was weiß ich. Scheibenbremsen sind ja gut, die Klotzbremse auf der Achse. Oh ja. Die kannst du haben, das da, auf dem Achsrad, weißt du, die Bremsen. Die sollen scheiße sein, hier, Dings hat das ja gehabt, hier, Sascha, ne? Die fahren damit, ist ja die Scheibenbremsen gewöhnt, die neuen normalen Euro-Firma-Wagen von, mit dem Intercity, ne? Fährt dann so ein Ding, Alter, er denkt, Alter, ey, keine Bremse hinter. Er ist fast über den Bahnsteig hinausgeschossen. Kein Zug angeschlossen. Ja. Hat er auch gedacht. Dass nur die Lok bremst. Ah. Und welche Lok ist er gefahren? 101. Wo macht denn der eigentlich seine Ausbildung? In Köln. Achso. Für 101 und ICE 3, 2. Ja, da wird er schön Köln-Frankfurt fahren. Ja. Interessant. Ist er schon öfters gefahren. Der Beste immer noch, der weil sein Vater ist Lokführer und der ist immer mitgefahren, das wissen die Lokführer, die Ausbilder da. Und kommt dann so, ja, ne, sind gerade raus, Köln-Messe, Deutz gerade raus, ne, dann auf die Schnellfahrstrecke, ne. Dann kommt dann so vom Ausbilder, so hat er mir gesagt, ja, ich geh mal hinten im Bordrestaurant, du machst mal hier, ne. Und tschüss. Und das Schönste ist, die haben ja noch IC3 gehabt, da sitzen die ja direkt dahinter. Die haben nicht schlecht geguckt. Scheiße. Der Ausbilder ist weg. Geht der Ausbilder erstmal weg? Und dann kurz vor Frankfurt, weißt du, da steht fast in Frankfurt, kommt er wieder. Na, schön gefahren. Naja, die Zeit, die geht bestimmt schnell rum, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, aber trotzdem, Alter. Ist doch heftig. Nur weil er bei seinem Vater immer gefahren ist, heißt es doch nicht, dass er. Ne? Na gut, aber was willst du machen? Dort liegt LZB. Erstmal ohne die AfB gefahren, Alter. So Schnellfahrstrecke. Okay. Der liegt G-Leuchtmelder immer die ganze Zeit. Beep, beep, beep. Ja, weil der im Bau. Auf runter, ne? Mach den hier. Einmal Wellenstrecke, ne? Also, ich habe gehört, weil dort die Wellenstrecke ist, kommen die manchmal von 300 auf 270 runter. Ja, 270 und dann wieder 300, ne? Ja. Und dann kannst du haben, dass du mal von 300 auf 310. Und dann kann er nicht richtig gegenregeln. Irgendwie, dann fährt er wirklich fast. Ups, das war das Signal. ja. Dass er manchmal nicht gegenregeln kann. Wieder auf 120. Also ich finde mal, wenn das nach Originalfahrplan hier gemacht habt, dann sage ich mal, der Lokführer hat sehr viel Zeit. Zum Anfahren und Abbremsen. Oh ja. Wenn das wirklich jetzt Originalstreckengeschwindigkeiten sind. Ne? Da hat er genügend Zeit. So. 120 abschalten. Zeit. Oh, jetzt kommt ja schon Bregenz hier, meine Güte. Ja, heftig, ne? Zeit verschlägt ja. So, meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bregenz auf Gleis 3. Dort haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den Rex 5601 nach Feldkirch von Gleis 5AB, voraussichtliche Abfahrt 17:40. Zum Rex 5602 nach Lindau Hauptbahnhof von Gleis 2AB, voraussichtliche Abfahrt 17:49 Uhr. Der Ausstieg in Bregenz wird sich in Fahrtrichtung rechts befinden. Befinden nicht sein. Wird sich in Fahrtrichtung rechts sein. Oh, 60 in Bregenz, du. Hey. Ja, Anfang, ne? Geh mal Bremsstufe 2, das sollte eigentlich reichen. Ja. Kriegen wir noch eine Beeinflussung hier? Ich weiß gar nicht.
Also es würde mich stark wundern, wenn nicht, aber okay. Doch, nächstes ja, Signal rot. Man, ja, nächstes rot, ja, hast recht. Zugbeeinflussung. War genauso krumm mit meiner. Echt? Ja. Eigentlich fährt man ja, also bei einer Beeinflussung fährt man erst am Signal vorbei und nach 1-2 Sekunden drückt man erst den PCB. Boah, bei uns machen sie auch schon früher, die machen immer beep, 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 beep und dann irgendwann, wenn der leuchtet, ist okay. Ne, bei uns machen die immer beep, beep. Oh, kannst du auch machen. Beep, 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 beep. Ja, bei uns machen sie wirklich beep, 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 ne? Wirklich so, ne, 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 ne. So ein bisschen spielen mit der PCB. Ich spiele auch mal gerne so unterwegs. Nicht schlecht. Habe ich sie schon mal gefragt, wieso machen sie das? Auch nur Spaß. Zum Zeitvertreib. Einflussung. Oh, 500 Hertz. Ja. Jetzt wird's ernst, ja. Ach, schon wieder eine Minute zu früh. Deswegen war ich jetzt ganz langsam an, halt jetzt 5 Stundenkilometer, 4 Stundenkilometer. 3 Stundenkilometer, 2 Stundenkilometer, 1 Stundenkilometer. Und Türfreigabe! Ich stande parallel mit dir. Ja, irgendwas piept da. Irgendwas piept da. Türfreigabe! Gleich nur 25, darfst nicht vergessen, ne? Restriktiv. Ja, ja, wesentlich. 500. Hier kommt der Rex. Cool, das ist ja echt nach echten Fahrplan gebaut. Cool. Der donnert hier rein in Bregenz. Ich sehe ihn noch nicht, das dauert erst 30 Sekunden. Auf dem Rand. Auf dem Rand. Besser, wenn du stehst hier, ne? Und drei, so ungefähr eine Minute später kommt rechts einer rein, Alter. Wo kommt der jetzt her? Genau hinter uns gefahren. Hä, der ist schon weg bei mir, oder was? Hätte irgendwas gepiept gerade. Ja, so. Ah, nee, der sitzt im Hafen. Der sitzt doch im Hafen jetzt. Der ist doch ach im ja, Hafen drin. Und dann kommt er, jetzt kommt er. Deswegen hörst du ihn noch hier. Jetzt kommt er, reingefahren davon. Boah, der 423 Sound, ne? Ich hab den Sound Update mit drin. Das ist ganz gut. Ja, ich auch. TTB Sound. Ja. Ne, ne, nicht nur TTB, noch überarbeitet. Echt? Der TTB Sound ist nochmal überarbeitet. Ah, der kommt hier aber reingedonnert. Nicht naja. Einsteigen. Naja. Eigentlich fährt er nach Bludenz. Tja, ja. Nicht einsteigen. Ja. Vor allem, ich frage mich, warum im Hafen ein Kopfbahnhof ist. Auf keine dem Endgleis. Na gut, dort stellen sie vielleicht die City Nightline-Wagen am Tag hin oder sowas. Kannst du haben. Für abends. So, wir für haben den jetzt zum Beispiel nach 50. Keine Ahnung, wo das war. Wir haben 50 gleich, ne? Ausfahrt. Okay. Ausfahrt 50. Warum 50? Keine Ahnung. Wird so angegeben. Von dem Signal. Okay. Alter, wir sollen jetzt erst da sein. 4 Minuten nochmal. Heftig. Ja, bei mir ist schon 41,20. Bei mir 40 zu 50. Ach ja. So, wann sollen wir Lindau sein? Gar nicht. Gar ohne nicht. Angabe. Ohne Angabe. Ja. Gar nicht. Jan, das Szenario. Ja, ja, so, Ob Wegi ist nicht, aber ich glaube, die fahren rüber bis Lindau, ne? Die ÖBB. Ja, klar, vor allen Dingen, der nach Münster muss ja rüber nach Lindau. Ne, ich sag die ÖBB-Lokführer. Ach so? Die fahren, glaube ich, bis Lindau rüber und dann. Beim Lindau übernehmen dann das. Aber Railjet fährt nicht bis Lindau, der endet hier. Ja? Ja. Manchmal so als Sonderfahrt fährt er rüber, aber. Ja, ne? Planmäßig hält er hier. Und Endstation hier. Aber es gibt auch Railjets, die fahren nach München. No? Augsburg, das weiß ich. Na, so, es fahren nur Railjet nach Frankfurt. Das sind dann so Ausnahmen. Ja, ich glaube, zweimal in der Woche fahren die dahin. Heftig, zweimal in der Woche. Guck mal hier, HKX ist jetzt auch witzig. Zweimal pro Tag nur fahren die. Pro Tag bloß, pro Tag. Ne? Zweimal pro Tag, von Hamburg und von Köln. Einmal morgens, einmal abends. Naja, so schlimm finde ich das nicht. Ja. Ja, und das Beste ist, ab Dezember ist dann wahrscheinlich Nahverkehr mit drin. Also im Nahverkehr und dann kannst du dir ein DB Querdeutschland-Ticket nehmen und dann ab die Post. Und, witzig, die kriegen ÖBB-Wagen, ne? Die kriegen ÖBB-Wagen mit Taurus. ÖBB. Ja. ÖBB-Taurus mit Wagen.
ÖBB-Wagen. Oh, da freue ich mich schon richtig drauf, Alter. Herrn, was sollen die fahren? Die fahren dann zwei Einheiten. Die kriegen zwei Einheiten Taurus ÖBB mit ÖBB-Wagen. Fünf Stück. Okay. So, die Wagen, die wir jetzt dran haben. Und welche Strecke fahren die dann? Hamburg, Köln. Ach so. Ach, HKX? Ja, die kriegen die. Und welchen Taurus? Ah, ÖBB Taurus ist geplant. Echt? Ja, Ja, wird aber 16. sowieso der MRCE Taurus wie jetzt Nee, fahren. wird dann ÖBB sein. Weil es von der ÖBB haben die aufgekauft. Nicht schlecht. Haben die ein Set aufgekauft. Fünfer mit Taurus. Aber da freue ich mich schon richtig drauf, Alter. Und die Deutsche Bahn wird dann dazu steuern. Wegen dem Nahverkehr, ne? Und dann wird gezählt, ne, wie viele Leute fahren immer mit, so, ne? Und dann wird das danach bezahlt. Ah, 44, noch 5 Sekunden. Ja, bei mir dauert das noch. An Gleis 3 bitte einsteigen, Türen schließen selbsttätig, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Ich fahre wieder mit 10%. Kannst sowieso nur 25. Ja, eben. Das ist doch gut. Aber bestimmt nur bis zum Hauptsignal, dann wird er weggehen. Nur vielleicht sogar früher, wenn kein Wiederholer liegt. Nö, liegt nie. Dann müsste er eigentlich bei 250 Meter abhauen. Dann Schluss, 250 und dann Schluss. Dann geht er aus. Sag So. mir, wenn du hier 3C bist, also Abschnitt 3C. Ja. Okay, sag ich dir. So, 10, 11, 12. Jetzt bin ich 13. Ey, dann sag mir, wenn du am Aufstieg vom Bahnhof bist, also dort, wo die Leute rauskommen. Jo. Bin ich jetzt. Gut. Und am Hauptsignal? Bin ich jetzt. Gut. Jetzt kommt erstmal ein unbeschrankter Bahnübergang. Ich bin jetzt genau gleich auf mit dir. Wieso unbeschränkt ist doch nicht? Ist doch ein beschränkter. Jetzt ist er weg. Hey, jetzt habe ich Jetzt. aber irgendwie die mittlere Zugart. Hast du irgendwas umgedrückt? Nee. So. Dann hast du was umgedrückt, wenn du die mittlere hast. Dann hast du irgendwie Shift-Dings gedrückt. Ach, egal. Dann hast du Shift gedrückt, glaub mir. Dann hast du hier, nee, STRG und 8. Dann haust du ihn um. Nee. Doch, Ach doch. doch, ja, jetzt bin ich wieder auf der obersten. Da hast du wahrscheinlich aus Versehen irgendwie gedrückt. Schnell wieder umgestellt hier. Boah, Ja. wir schlängeln uns hier übel geil durch die Weichen. Ja. Aber was hier bei den Eurofima-Wagen noch fehlt, bei den ÖBB-Wagen, ist der Speisewagen. Ja. Den gibt's nämlich noch gar nicht. Den müsste Andi M mal bauen oder Taurus 0815. Ja. So, 60. 60. Oh, Gleich Schlange. 100. Wieder unbeschrankter Bahnübergang. Jetzt erst. Ja, der davor war beschrankt. Ja. Schön mit Bö. So, jetzt bin ich bei den 100, aber ich muss halt noch Ich warten, bis auch. der Zug durch ist. Noch da. Deswegen mache ich jetzt den Roadrunner an. Mit Steuerung T. Habe ich jetzt auch mal gemacht. Did it. Warte. Jetzt! Jetzt kann ich 100 fahren. Ja. Beep, beep. Wie Bin so ich eine dran. Trabi-Hupe. Ey. Vor allem die BR-189, die hat echt so eine kleine Hupe, war. Ja? Ja. Jetzt müssen wir gleich Strom, also hier Hauptschalter rausmachen. Ja, das dauert noch, bis du Ja, da bist. klar. No. Das dauert noch. Hier müsste ich leider irgendwo ein Unbeschrankter kommen, meinte ich. Muss aufpassen. Und bei der 1216 könnte man dort am Display dann das Stromnetz wechseln. Aber das Ja. geht ja hier nicht. Nö. Hier kommt noch einer. Ja, klarer Sonnenuntergang hier. Bei mir hier. Nö, bei mir nicht wahr. Aber irgendwie stand keine P-Tafel. Nee, stand keine. Musst du selber. Boah, Alter, ich dachte gerade, hier kam hier gerade so ein, also hier rechts auf der Straße kam ein rotes Auto entgegen. Ich dachte, hier vor mir steht hier eine SA2-Tafel. Das wäre dann ein bisschen blöd SH2. gewesen. Scheiße! Nee, das sah aber von weitem echt so aus. Ja, ich glaub dir das. Wieder unbeschrankt. Nee, der ist Der war's beschrankt. beschränkt. Ich kenne mich schon ganz gut aus.
Jetzt sind wir Lochau. Ich muss da auch mal hupen. Hornen. Weil da auch rübergehen ist. Ja. Übergang. So. Dann können wir ja gleich mal Hauptschalter rauslegen hier in 600 Metern. Aber hier kommt vor eine Tafel. Ja, das stimmt. Hier ist die Tafel da. Nehmen wir mal ab, ich nehme jetzt schon aus. Bumm, aus. Ich habe vergessen, beim letzten Mal Steuerung Z ist auch aus. Ja, ich mache das mit der Hand. Jetzt aus. Und jetzt sind die deutschen Masten da. Deutschen Masten da und jetzt geht's wieder ein. Jetzt. So. Bleibt fast. Ich habe da von Werner schon großes Lob gekriegt. Da ich das richtig gemacht habe. Ja, mit der 100. Mit der 111 hinten dran. Mhm. Und dann rüber da und dann natürlich hinten vorne mit dem Steuerwagen gefahren. Mhm. Da hat er mich groß gelobt, dass ich den ganzen Zug, ne, rüberfahren lassen habe. Naja, klar, es musst du ja machen, boah. Ja, das. Der kennt Stromabnehmer am Steuerwagen. Nee, und das haben sie, das machen die meisten falsch, sagt er, die im Train Simulator sind. Ja. Das mache ich aber auch immer so wie du. Also, erst warten, bis der ganze Zug durch ist. Ja. Ja, also wenn die Lok vorne ist. Ja. Und Schaden tut's auch nicht, ist ein paar Stundenkilometer. Macht nicht jetzt die Fahrplan sauer. Das stimmt. Also, so die deutschen Masten gefallen mir gleich viel besser hier. Formsignale. Boah. Das sind die besten Signale von allen, ey. Ja. Und das Orangene hier, was gerade so umgeklappt war, das nenne ich immer Spiegelei. Ja, kann man ganz leicht merken. Wenn das Spiegelei kommt, musst du einmal bitte drücken. Wenn's oben ist. Wenn's viel zeigt. Übersichtlicher. Ja, wenn's zeigt, drücken. Wenn's nicht zeigt, ist alles okay. Ja. So hat das versucht, mir der Ausbilder zu erklären. Ich hab Flügelsignale. Gesagt, ich weiß sowieso. So hat mir das versucht, der Ausbilder zu erklären. Ich habe gesagt, kenne ich schon alles. So, jetzt sind wir hier Lindau Güterbahnhof. Ja. Hier stehen auch viele Containerwagen und sowas. Ja. Aber hier stehen irgendwie Schims und Rills und Kesselwagen und Kohlewagen und EA-Wagen und Schiebewandwagen. Ach. So, ich schalte schon mal ab hier. Rollen lassen. 90 rollen lassen. Und dann nach 50, das geht sein Gang. Genau. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Lindau Hauptbahnhof auf Gleis 3. Ihren nächsten Anschlüsse wären dann der Rex 5579 nach Bludenz von Gleis 2, voraussichtlich Abfahrt 11.57 Uhr. Dann der Alex 84149 von Gleis 6 nach München Hauptbahnhof, voraussichtlich Abfahrt 11.58 Uhr. Und der Rex 5581 nach Bludenz von Gleis 1, voraussichtliche Abfahrt 12.27 Uhr. Bitte drücken. Ja, ich hab schon gemacht. Ja. Oh, ich liebe es ja hier. Ich liebe Bahnhöfe mit Prellböcke. Sackbahnhöfe. Kopfbahnhöfe. Da fahre ich immer gerne. Da wirst du ja dich freuen auf Altona. Hä? Ja, Altona ist bei uns auch ein Sackbahnhof. Ja, das weiß ich, aber da steige ich ja nie aus. Ja, wer sagt das? Da können wir trotzdem hinfahren. Ja, kannst du ja mit der S-Bahn hin. Mhm. Und wenn ich dann hier bei DB Regio Dresden arbeite, fahre ich in alle Richtungen gegen Prellburg, Richtung Leipzig und gegen Dresden. Aha. Weil Leipzig ist ein Kopfbahnhof und Dresden ist unten ein Kopfbahnhof und der RE fährt halt nur mal runter. 40? So 40 mal? Ja, ja, ich wollte gerade sagen. So, wir machen jetzt mal das Fernlicht aus hier. Ja, mach ich jetzt auch mal. Hätte man schon vorher mal ausmachen können, ne? Ja. Das ist falsch. Aber so blendet es ja nur unnötig die Leute im Kopfbahnhof hier. So. Oh, das ist cool hier. Falsch. So, jetzt. Hier kommt der Rex. Aber der Rex ist irgendwie zeitiger als Plan abgefahren. Meine Damen und Herren, den ersten Rex nach Bludenz werden Sie nicht mehr erreichen. Gucken Sie aus die linke Fensterseite. Da, und da steht der Alex nach München und das ist echt nach Fahrplan. Ich hab's gerade vorgelesen. Mm. Ist richtig cool. Nicht
ziemlich toll. Aber Lindau ist irgendwie der framefressendste Bahnhof von allen. Ja, 12 habe ich noch. 10, 9. Besonders wenn da so viel drin steht. Ja, die 218 von Vopix zieht so viel. Ja. Ah, ich muss auf 30 runter und es ruckelt so. Hä? So, jetzt aber. Dort steht der Jetzt geht's Alex. wieder. Ja, 16, jetzt geht's, 17. ne? Wenn wir an den Ja. 218 hier links vorbei sind. Nee, bin noch vor. Echt? 218, ja, geht noch. Jetzt Ja, geht's. es war bloß das Stellwerk. Wahrscheinlich. Ja, Aber der Alex Alex. steht da, die 218. Schön, das passt doch. No? Meine Damen und Herren, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Lindau wird ein Richtungswechsel stattfinden. Das heißt, sie bekommen neues Zugpersonal und es wird einmal kurz rumsen, wenn die Doppel-218 hinten dran fährt. Mit 218? Naja. Wieso fährt er mit 218 gleich weiter? Na, mit was soll denn er sonst fahren? Stimmt, aber da ist er nicht mehr elektrifiziert nach. Richtig! Stimmt ja, deswegen 218. Na, und dann schleppt er einfach die Taurus mit und dann. Nee, 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 die wird abgehangen. Und wo kriegt er dann ab Dings? Ab Stuttgart? Da kriegt er dann eine 101. Aha. Türfreigabe. Abrüsten. Boah, yo! Bei mir fehlt ein Zentimeter bis zum Prellbock. So, abrüsten. Alter, das nenne ich mal parken. Anfahren. Pando Anhalten. runter. Ja, abrüsten. Die Lok muss sowieso abgehangen werden. Ja, also. Bitte alles aus einmal. Und jetzt müsste so die 218 von hinten kommen. Und dort dran. Ja, ne? Aber das ist leider nicht möglich. Ich mache mit Vollfunktion. So. Schade, sie haben Schon das ist Szenario leider gewonnen. nicht erfolgreich beendet. Ah. Ah, schade. Was? 20 mal Geschwindigkeitsüberschreitung? Gut. Naja, 20% davon der Zeit war ein Radschlupf. Naja. Nicht schlimm. 104 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 1 Stunde 40. Ist ein langes Video. Ich hoffe, ihr seid noch alle da gewesen und ich würde mich dann freuen, wenn es nächstes Mal wieder heißt Train Simulator 2015. Ja. Ciao, ciao. Ciao.